Am 30.06.2014 flog Lars Mittag mit drei Bekannten und zwei Schulfreunden nach Varna, einer Hafenstadt in Bulgarien, die am Schwarzen Meer liegt und im Norden an den Kurort Goldstrand angrenzt. Aber seit einigen Jahren ist der Goldstrand weniger als Kurort, sondern eher als der neue Ballermann am Balkan bekannt, weswegen er oftmals das Ziel von sogenannten Partyurlauben ist. So auch im Fall von Lars. Jedoch war dies sein erster Urlaub dieser Art. Normalerweise machte und buchte er Sport-, Angel- und Taucherurlaube. Aber weil seine Freunde den Urlaub schon gebucht und noch einen Platz frei hatten, weil der Freund, der eigentlich mitkommen wollte, keinen Urlaub bekommen hat, entschloss sich Lars, weil er Urlaub hatte, mitzufahren. Sandra Mittang schreibt auch in der E-Mail an mich Folgendes. Ich als Mutter war sehr verwundert über diese Art Urlaub, da ich dies nicht kannte von Lars. Lars arbeitete in Wilhelmshaven in einem Kohlekraftwerk, seitdem er seine Fortbildung zum Kraftwerker absolviert hatte. Wilhelmshaven liegt ungefähr 150 Kilometer von seinem Heimatsort, Marne, entfernt, wo seine Familie weiterhin lebt. Er liebte seinen Job und seinen Fußballverein Werder Bremen von Kindheit an, was später noch eine Rolle spielen wird. Weil sein Vater 2012 einen Schlaganfall erlitt und dieser dadurch zum Pflegefall wurde, pendelte Lars immer, wenn er frei hatte, nach Hause, um für seine Eltern da zu sein und ihnen Arbeit abzunehmen. Außerdem genoss er es, seine Freunde und ehemaligen Fußballkameraden zu sehen. Da kam ein Urlaub gerade recht, eine Möglichkeit, das Tohuwabohu zumindest für einige Zeit hinter sich zu lassen und neue Energie zu tanken. Die sechs flogen also am 30. Juni 2014 nach Varna und kamen dort im 4-Sterne All-Inclusive-Hotel Viva unter. Zu der Zeit des Urlaubs war die Fußball-WM 2014 und die Temperaturen lagen mittags bei ungefähr 40 Grad. Im Gegensatz zu den anderen, die ihre Zeit eher im Hotel, im Zimmer, am Pool, beim Essen und abends auf Partys verbrachten, spielte Lars mit Abiturienten am Strand Fußball. Sie beschrieben ihn später als einen netten und umgänglichen Typen. Es passierte anfangs nichts Ungewöhnliches oder Nennenswertes. Das Einzige, was den Freunden auffiel, war, dass Lars nicht viel gegessen hat. Viele Dokumentationen und Hobbydetektive geben diesem Detail große Aufmerksamkeit und versuchen, ihre Theorien aus diesem Fakt abzuleiten. Jedoch muss man bedenken, dass es 40 Grad waren, Temperaturen, bei denen man oftmals einfach keinen Appetit hat. Außerdem wird nur von wenig und nicht von gar nichts gesprochen. Er aß trotzdem Suppen, Salat und Obst. So sagte ein Obstverkäufer am Strand aus, dass Lars öfters frisches Obst bei ihm gekauft hat. Er konnte sich sofort an ihn erinnern, als ihm ein Foto von ihm gezeigt wurde, da er ihm besonders höflich in Erinnerung geblieben ist. Am 3. Juli machten sie sich auf den Weg zur Bar Mystery of Golden Sands, um dort das Viertelfinale Costa Rica gegen die Niederlande zu gucken. Die Bar war in Fußball-WM-Manier geschmückt und auf jedem Tisch standen Fahnen des Heimatlands der Besucher. Lars trug an dem Abend ein Werder Bremen-Trikot und erlaubte sich, nachdem er schon etwas getrunken hat, einen Spaß daraus, die verschiedenen Fahnen miteinander auszutauschen. Eigentlich alle verstanden den Spaß, bis auf eine Gruppe Bayern-Fans, eine Abitur-Abschlussklasse, die es nicht auf die leichte Schulter nahmen und sich darüber aufregten und einen Streit anfingen, der aber letztendlich im Keim erstickt werden konnte. Vielleicht fühlten sie sich auch durch das Werder Bremen-Trikot Lars angegriffen oder dazu berufen, etwas gegen sein Verhalten in Anführungszeichen zu unternehmen. Der Abend schien aber gut gewesen zu sein, denn sie verließen als Letzte die Bar gegen 4 Uhr morgens. Auf dem Weg zum Hotel wollten Tim und Paul noch einen Abstecher zum nicht weit von der Bar gelegenen McDonald's machen. Da Lars McDonald's allgemein nicht mehr mochte und sich eher gesund ernährte und viel Sport machte, sagte er, dass er nichts essen wolle und schon mal zum Hotel vorgehe. Das Hotel liegt ungefähr 1 Kilometer von dort entfernt. Auf dem Weg wurde er nach eigenen Aussagen von Russen oder Bulgaren geschlagen. Er sprach später die Vermutung aus, dass diese von den Bayern-Fans aus der Bar beauftragt wurden, weil diese am Abend zu ihm sagten, dass man in Bulgarien leicht jemanden für wenig Geld damit beauftragen kann, jemanden zu schlagen. Er wurde nicht großartig verletzt, hat aber einen harten Schlag auf sein linkes Ohr bekommen. Als Lars am nächsten Tag aufwachte, rief er seine Freundin an und erzählte ihr von dem Vorfall und seinem schmerzenden Ohr. Sie bat ihn mehrmals darum, einen Arzt aufzusuchen und die Verletzung und Schmerzen, die damit einhergingen, abzuklären. Jedoch dachte Lars, dass kein Arzt am Wochenende auf hat.
Gleichzeitig hoffte er auch darauf, dass sich der Zustand seines Ohres schnell wieder verbessern würde. Am gleichen Abend gingen sie zwar noch alle zusammen feiern, aber die nächsten 2 Tage entspannten sie mehr und ließen den Urlaub ausklingen. Am Montag, den 7. Juli, mussten sie um 12 Uhr aus dem Hotel auschecken. Lars hatte immer noch Schmerzen und dachte über die Konsequenzen nach, die ein Flug auf eine Verletzung seines Ohres haben könnte. Denn für seinen Job als Kraftwerker ist ein gutes Gehör wichtig, weswegen sein Arbeitgeber alle Arbeitnehmer auch regelmäßig untersuchen ließ, um die Qualität und Sicherheit zu gewähren. Und da Lars seinen Job liebte, wollte er diesen nicht gefährden und entschloss sich dazu, mit einem Freund mit einem Taxi zu einem Allgemeinmediziner zu fahren und sein Ohr untersuchen zu lassen. Der Arzt diagnostizierte einen Trommelfellriss und verbot ihm zu fliegen und gab ihm eine Überweisung ins Krankenhaus St. Anna in Varna. Hier das Dokument dazu. Doch bevor er zum Krankenhaus fährt, begeben sie sich zurück zum Hotel und reden über ihr weiteres Vorgehen. Nach Absprache mit den anderen 5 hat Lars beschlossen und insistierte darauf, dass sie ohne ihn fliegen und ihn zurücklassen sollen, da er eine Auslandsreiseversicherung hatte, die ihn nach Hause transportieren wird. Am 7. Juli um 20 Uhr wurden die 5 mit einem Shuttle vom Hotel abgeholt. Lars fuhr mit einem Taxi zum Krankenhaus St. Anna in Varna. Gegen 20.40 Uhr betritt Lars das Sprechzimmer des HNO-Facharztes und wird untersucht. Nach Aussagen Lars hat der Arzt ihn, Zitat, verhöhnt. Ein Wort, das Lars so gut wie nie benutzte. Und bei Sandra dementsprechend eine enorme Gewichtung hatte. Der HNO-Arzt wollte Lars nicht verstehen und auch nicht mit ihm auf Englisch reden. Er verweigerte jegliche Kommunikation. Deswegen wird er auch nicht aufgenommen, musste aber trotzdem eine Rechnung von 120 Lever, ungefähr 60 Euro, bezahlen. Lars bekommt ein Rezept für das Antibiotikum Cefzil 500, bevor er geht. Um 21.41 Uhr nimmt er das gleiche Taxi, das er nahm, um zum Krankenhaus zu kommen, um zur ersten Apotheke zu fahren. Aber weil das Rezept 20 Tabletten vorschrieb und die Apotheke nur Packungen mit 10 Tabletten vor Ort hatte, musste er noch eine zweite Apotheke anfahren. Das war gegen 22.05 Uhr. Dort bekommt er das Cefzil 500. Daraufhin steigt er wieder ins Taxi und sagt dem Fahrer, er solle ihn in ein günstiges Hotel bringen. Weil es die Sommerhochzeit war, war jedes, wirklich jedes ansehnliche Hotel schon ausgebucht. Was ein weiterer Grund dafür war, dass der Taxifahrer ihn ins Hotel Koller gefahren hat. Vielleicht hatte der Taxifahrer zudem eine Art Vertrag mit dem Hotel Koller, welches ihm eine Provision versprach, wenn er Touristen zu diesem Hotel bringt. Letzteres ist natürlich reine Spekulation, könnte aber ein Erklärungsansatz sein. Um 22.10 Uhr kommt er im Hotel Koller an. Es liegt in einer Seitengasse, einer abgelegenen Gegend. Lars steigt aus und weil er Durst hat, überlegt er, zum offenen Geschäft zu gehen, das direkt vor ihm lag. Aber weil dort mehrere zwielichtige Männer rumstanden, entschied er sich dagegen. Also gab er dem Taxifahrer sein Geld und ein großzügiges Trinkgeld und bedankte sich herzlich für seine Hilfe. Letzteres waren die Worte des Taxifahrers, wobei hier anzumerken ist, dass er später für die Recherchen Sandra Mittanks nicht mehr zu erreichen war. Daraufhin checkte er ins Hotel ein und bezahlte mit Kreditkarte. Lars teilte seine Mutter später mit, dass der junge Mann hinter dem Tresen diese kopiert hat. Er ging auf sein Zimmer. Später holte er sich noch ein Wasser an der Bar des Hotels, um das Cefzil runterspülen zu können. Um 23 Uhr rief er seine Mutter das erste Mal aus dem Hotel an und bat sie darum, sein Handy mit Geld aufzuladen. Sandra Mittank leistete seiner Bitte Folge und lud es auf. Hier ist kurz anzumerken, dass das Handy, welches er dabei hatte, kein Smartphone war, sondern ein altes Handy, dessen Akku schnell leer ging. Er wollte den Urlaub in vollen Zügen genießen und ließ extra sein neues Smartphone zu Hause. Zu dieser Episode schreibt Sandra Mittank Folgendes. Er war beunruhigt. Er sagte, er hätte mit Fußballfans gestänkert. Er wurde aufs Ohr geschlagen und erzählte das mit dem Krankenhausarzt, dass der Arzt ihn verhöhnt hat und lachend weggeschickt hat. Er bat mich außerdem, die Auslandskrankenversicherung anzurufen, denn er wollte mit einem Krankentransport nach Hause geholt werden. Wir haben aufgelegt und ich habe bei der Auslandskrankenversicherung den Fall angemeldet und ein Aktenzeichen bekommen.
Nachdem Sandra mit der Krankenversicherung telefoniert hat, rief sie ihren Sohn erneut an und teilte es ihm mit. Lars sagte daraufhin, dass irgendetwas mit dem Hotel nicht stimme, dass er weg müsse und dass Sandra seine Kreditkarte sperren soll, weil das Hotel diese beim Check-in kopiert habe und ihm dies komisch vorkam, weil er solch ein Prozedere bisher in keinem anderen Hotel erlebt habe. Wenn er wieder zu Hause ist, könne er sie wieder entsperren, versicherte er seiner Mutter. Um dies genauer abzuklären, rief Sandra bei einer Mitarbeiterin der Bank an. Diese teilte ihr mit, dass man die Karte nicht selbst wieder entsperren kann. Danach rief sie Lars wieder an und sagte ihm das, was die Mitarbeiterin ihr gesagt hat. Dennoch beharrte er darauf und fügte hinzu, dass er noch genug Bargeld habe. Sandra Mitzang sperrte die Karte. In der E-Mail an mich schrieb sie dazu noch Folgendes. Mein Gefühl sagte mir, dass ich eine Busverbindung buchen muss, falls er nicht fliegen darf, am nächsten Tag. Also habe ich eine Busverbindung rausgesucht, gebucht und bezahlt. Der Bus wäre am 8.7. um 23.30 Uhr ab dem Busbahnhof Warna gefahren. Also selbst wenn Lars nicht hätte fliegen dürfen, hätte er die Sicherheit gehabt, ein Busticket zu haben. Sandra riet Lars schlafen zu gehen und Kraft zu tanken, denn die nächsten Tage werden anstrengend. Doch kurze Zeit später ruft er sie wieder an. Etwas stimmt mit dem Hotel nicht. Er sagte zwar nicht genau was, aber Sandra glaubt, dass er sich abgehört fühlte und deswegen nicht laut reden konnte. Die Recherchen der Privatdetektive und Sandras ergaben später, dass das Hotel sehr hellhörig ist und dass man alles vom Flur und von seinem Zimmernachbarn gut hören kann. Ihre Vermutung ist, dass Lars irgendetwas Beunruhigendes mitbekommen hat oder das Gefühl hatte, dass man hört, was er über das Hotel sagte. Am Ende des Anrufs sagte er, ich muss hier raus. Zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr rief er Sandra ein weiteres Mal an und sagte ihr, er sei aus dem Hotel raus und werde von 4 Männern verfolgt. Er sprach leise, weil er sich vor ihnen versteckt hat und eigenen Aussagen zufolge, Zitat, höher liegt und runterfallen könnte. Kurz darauf legt er auf. 8. Juli, 3.06 Uhr. Lars schreibt eine SMS an Sandra. Zefziel 500, was ist das? 9 Minuten später. Zefziel 500, was ist das? Weil Sandra Mitzang noch davon ausging, dass er sich versteckt, rief sie ihn nicht an, buchte stattdessen aber einen Flug. Der Flug wäre um 16.20 Uhr vom Warna Flughafen losgeflogen und um 21.45 Uhr in Hamburg gelandet. Um den Ablauf des Geschehens besser nachvollziehen zu können, gingen Sandra und die Ermittler den Weg, den er wahrscheinlich gegangen ist, nachts zur gleichen Zeit ab. Und ihrer Einschätzung nach könnte es sein, dass die 4 Männer, die ihn verfolgt haben, ihn ausrauben wollten, weil er eine Adidas-Tasche bei sich trug und durch sein gelbes T-Shirt am Abend gut zu erkennen war. Und nicht, weil sie spezifisch nach Lars gesucht haben. Sandra lag die ganze Nacht wach und wartete auf Neuigkeiten Lars. Lars wurde irgendwann in der Nacht heftig winkend am Straßenrand von einem Taxifahrer gesehen. Dieser hatte zwar schon eine Frau im Taxi, jedoch nahm er Lars mit und setzte ihn gegen 5 Uhr am Flughafen Warna ab. Der Taxifahrer und die Frau im Taxi berichteten im Nachhinein, dass Lars Pupillen erweitert waren. Die möglichen Ursachen dafür sind unbekannt. Es gibt zwar viele Theorien, aber alle sind rein spekulativ. Es könnte mit der Kopf- bzw. Ohrverletzung zusammenhängen. Oder auch Nebenwirkung des Medikaments Zefziel 500 sein. Oder einfach, weil er angespannt und voll mit Adrenalin der letzten Tage war. Kurz nachdem er am Flughafen ankam, rief er seine Mutter an und sagte ihr, dass er froh sei, dort zu sein. Zu dem Zeitpunkt ist sein Handy schon fast leer und die Gespräche mit seiner Mutter belaufen sich aufs Wesentliche. In kurzen, knappen Sätzen. Er sagt ihr, er brauche Geld und dass Sandra ihm Geld per Western Union überweisen soll. Beide kannten Western Union vorher nicht, aber Lars erzählte, er habe einen Mann aus Bayern am Flughafen kennengelernt, der ihm Western Union und den Prozess, wie man durch dieses Verfahren an Bargeld kommt, erklärt. Der Mann stand nicht mehr neben ihm und trotzdem konnte Lars Sandra klar und deutlich wiedergeben, was er ihm gesagt und wie Western Union funktioniert, sodass sie dieses System verstand, obwohl es ihr vorher unbekannt war. Hieraus schließen die Privatermittler und Sandra, dass Lars noch klar bei Sinn und nicht verwirrt war,
wie viele Internetdetektive oftmals annehmen. Sandra nannte ihm nach der Erklärung von Western Union die Daten für sein Flug- und Busticket und sagte ihm, dass er diese handschriftlich abschreiben soll, falls der Fall eintritt, dass sein Handy leer gehen sollte. Die Nummer Western Unions wollte sie ihm nach dem Besuch beim Arzt mitteilen, da sie zu dem Zeitpunkt noch keine Überweisung getätigt hat. Diese machte sie erst nach dem Gespräch. Lars sagt ihr nicht, wie viel Geld er braucht, weswegen sie eine Summe, die eher zufällig ausgewählt war, von 500 Euro festlegte. Hier wird oftmals spekuliert, dass die Summe von 500 Euro zu spezifisch wäre, falls Lars sie angefordert hätte und eventuell auf eine Erpressung hinweisen würde. Aber mit dem genannten Fakt erübrigt sich eine Spekulation in solch eine Richtung. Am Ende des Gesprächs sagte Sandra ihrem Sohn, dass er sich zum Flughafenarzt begeben und abklären soll, ob er fliegen kann oder nicht. Doch bevor er beim Flughafenarzt war, sagt er noch, Zitat, sie lassen ihn weder fliegen noch fahren. Außerdem sagte Lars, dass er von dem Versteck verdreckt aussehe. Sandra erwiderte, dass er sich im Badezimmer frisch machen und sich melden soll, sobald er Genaueres vom Arzt weiß. Außerdem machte Sandra ihm noch Mut und sagte, dass es nicht allzu schlimm sein könne, mit seinem Ohr. Sonst wäre er nicht vom anderen Arzt einfach weggeschickt worden. Kurz nach dem Gespräch und kurz nachdem Sandra die Überweisung an Western Union fertiggestellt hatte, rief sie ihn nochmal an. Sie hörte nur ein Plätschern, weswegen sie davon ausging, dass er aus Versehen den Anruf annahm und sich gerade im Badezimmer frisch machte. Dies war der letzte Anruf, den Lars annahm. Sie versuchte es später zwar noch einmal, aber Lars nahm nicht mehr ab. Während Sandra Mittank immer nervöser und unruhiger wurde, da dieses Verhalten für Lars untypisch war, machte Lars sich auf den Weg in das Sprechzimmer des Arztes. Um 9 Uhr betritt Lars das Sprechzimmer. Das Gespräch und/oder die Untersuchung dauert 42 Minuten. Lars gab Dr. Kostov, dem behandelnden Arzt, seinen Ausweis. Dieser notierte die nötigen Daten und schaute ihm daraufhin ins Ohr, verabreichte ihm Ohrentropfen, maß Fieber, seine Temperatur lag bei 37,2 Grad und wollte ihm abschließend Tabletten geben, die Lars aber strikt ablehnte, wahrscheinlich aufgrund der schlechten Erfahrungen mit dem Zefzil 500. Der Arzt erklärte Lars, dass er fliegen könne, weil es nicht so schlimm ist, aber er eine Verzichtserklärung unterschreiben muss, bevor er fliegen dürfe. Also stellte ihm diese aus und Lars unterschrieb sie. Hier das Dokument dazu. Lars wurde dann wohl unruhig und bat, auf die Toilette gehen zu dürfen, murmelte er komme gleich wieder und verschwand. Der Arzt wartete, bis er erfuhr, dass Lars das Flughafengelände verlassen hatte. Dieses Dokument, das vorher noch nicht veröffentlicht wurde, stellt den Aufenthalt im Sprechzimmer des Arztes noch einmal in ein ganz anderes Licht. Das gerade war die Rekonstruktion der Ereignisse auf Basis des Dokuments und der Anrufe, die Sandra Mittank mit Frau Mitrova hatte. Dr. Kostov sagte aber später, dass Folgendes passiert ist. Er sagt, dass es für Lars eh schon eine stressige Situation war und er Angst hatte, als plötzlich ein Mann in einer Uniform des Flughafens das Sprechzimmer betrat. Lars sei panisch geworden, aufgesprungen und losgerannt. Jedoch muss hier erwähnt werden, dass Dr. Kostov seine Aussage im Verlauf der Ermittlungen ganze 3 Male geändert hat. Anfangs sagte er, dass dieser ominöse Mitarbeiter, der das Sprechzimmer betreten hat, ein Angestellter der Airline war, mit der Lars um 16.20 Uhr fliegen sollte und der nach Lars suchte. Jedoch war es erst 9 Uhr. Wieso sollte jemand so lange vor dem Flug nach Lars Ausschau halten, gerade wenn seine Mutter den Flug erst wenige Stunden zuvor gebucht hatte? Danach sagte er, dass die Person, die hereinkam, ein Mitarbeiter des Flughafens war. Aber warum sollte ein Mitarbeiter einfach das Sprechzimmer des Arztes betreten? Und seine letzte Version lautete, dass er die Person, die hereinkam, nicht kannte. Viele Widersprüche, aber diese wurden auf die Spitze getrieben, als der leitende Ermittler Deutschlands zum Flughafen flog und Zuständige dort befragen wollte. Ihm wurde ein Mann vorgesetzt,
der ominöse Mitarbeiter gewesen sein soll. Ermittlungen von Privatdetektiven fanden aber die Identität des Mannes heraus und prüften seine Glaubwürdigkeit. Und es stellte sich heraus, dass die Person, die dem deutschen Ermittler vorgesetzt wurde, zum Zeitpunkt, als Lars das Sprechzimmer betrat, nichtmals in Bulgarien befand. Des Weiteren können die Aussagen des Arztes nicht geprüft werden, weil es keine Kameras im Flughafen gibt, die auf den Eingang des Sprechzimmers gerichtet sind. Ein toter Winkel sozusagen. Sandra Mitzang rief, während Lars im Sprechzimmer war und weggelaufen ist, verschiedene Nummern an, um Hilfe zu bekommen. Aber Zitat, niemand wollte und konnte sie verstehen. Um 11 Uhr rief sie beim Honorarkonsulat in Varna an und wurde mit Frau Mitrova verbunden. Ihr erzählte Sandra, was passiert ist, dass ihr Sohn besorgt klang und dass sie dringend Hilfe braucht. Eine Stunde später um 12 Uhr rief Frau Mitrova Sandra zurück und sagte ihr, dass Lars beim Arzt gewesen sei, relativ normal ausgesehen, sich aber unruhig verhalten habe und den Arzt darum gebeten habe, zur Toilette gehen zu dürfen, dann aber nicht wiederkam. Der Arzt dachte, er komme wieder und holt seine Sachen noch ab. Aber später berichtete sie Sandra, dass Lars einfach rausgerannt vom Flughafen verschwunden sei und seine Reisetasche, Ausweis, Rucksack und Handy zurückgelassen habe. Ein weiterer Punkt, warum die Aussagen des Arztes nicht schlüssig erscheinen. Am 9. Juli wird eine Vermisstenanzeige in Deutschland aufgegeben und zur gleichen Zeit beauftragt das Kohlekraftwerk, wo Lars gearbeitet hat, einen Privatdetektiv und einen bulgarischen Anwalt, der gebürtig aus Varna kommt. Ein Mitarbeiter des Kraftwerkes befindet sich zu der Zeit mit seiner bulgarischen Frau in Bulgarien, im Urlaub. Sie erfahren von Lars und begeben sich umgehend am 10.07.2014 zum Flughafen Varna und werden auf Nachfrage hin schroff abgewiesen. Ihnen werden keine Informationen über sein Verschwinden gegeben. Am 17. Juli nimmt der Privatdetektiv Andreas Gütig die Arbeit in Varna auf. Am 24. Juli reist Sandra Mitzang nach Varna. Am 27. Juli fahren Sandra, der Arbeitskollege von Lars und der bulgarische Anwalt zum Flughafen. Am Flughafen werden Sandra die Aufnahmen der Sicherheitskameras gezeigt. Sandra schreibt Folgendes. Ich weine nicht, obwohl ich Lars das letzte Mal sehe. Ich bin erleichtert. Mein Gefühl sagt mir, mein Sohn weiß, was er da tut. Er bringt sich in Sicherheit. Nachdem Sandra das Video von Lars gezeigt wurde, wo er aus dem Flughafen rennt, fragt sie die Zuständigen vor Ort, ob sie ihr die Aufnahmen zeigen können, wo Lars am Flughafen ankommt. Das Video sei gerade nicht verfügbar, sagten sie ihr. Ich habe für diese Dokumentation alle Videos, die Sandra und die Polizei zur Verfügung gestellt wurden, bekommen und werde sie nebenher einblenden. Was aber wichtig zu wissen ist, ist, dass das Video, was Sandra am Flughafen am 27. Juli 2014 gezeigt wurde, Videoszenen zeigt, die der Polizei 7 Monate später nicht zugeschickt wurden. Das bedeutet, dass Sandra andere Szenen gesehen hat, als die, die wir hier sehen. Sie beschreibt die Szenen, die sie am 27. Juli gesehen hat, wie folgt. Lars sprintet aus dem Flughafen, aus der Tür, stoppt abrupt, fasst sich an die Gesäßtasche, Geldbörse da, Pass, orientiert sich nach rechts, links. Rechts liegt Varna, da wurde er geschlagen, also nach links. Dort sieht er auf gleicher Höhe, ca. 20 Meter entfernt, 2 Polizeiautos. Ein Stück weiter sieht er den Bushalteplatz und einen großen Sandberg, der von der letzten Sanierung des Flughafens übrig geblieben ist. Ein Parkplatz, dahinter ein Feld und noch weiter dahinter die Autobahn und ein niedriger Wald. Und dann ganz hinten Berge mit einigen Häusern an den Hängen. Er entscheidet sich für diese Richtung und geht langsam auf die Polizeiwagen zu. Ungefähr 5 Meter vor ihm geht er über die Straße und sucht hinter dem Bus, der gerade rückwärts langsam rausfährt, Sichtschutz und läuft mit ihm. Die Kameras sehen ihn nicht mehr, als der Bus vorwärts anfährt. Er rennt auf den Sandberg zu und verschwindet dahinter.
Daraufhin klettert er angeblich über den 2,15 Meter hohen Zaun ins Feld und verschwindet. In dem Video, das Sandra gezeigt wurde, wirkt Lars also alles andere als verwirrt. Eher gefasst, als hätte er einen genauen Plan und verhält sich unauffällig, damit die Polizisten ihn nicht bemerken. Das Video, was wir sehen, bildet also nur einen Teilausschnitt dessen dar und lässt den eigentlichen Sachverhalt und Zustand Lars anders wirken, als er in der Realität war. Und deswegen kann man den Satz "Ich weine nicht, obwohl ich Lars das letzte Mal sehe. Ich bin erleichtert, mein Gefühl sagt mir, mein Sohn weiß, was er da tut. Er bringt sich in Sicherheit. Nun besser verstehen." Auf diesem Standbild hier sieht man, dass Lars sich etwas zu essen gekauft haben muss. Warum gibt es aber kein Video davon? Warum gibt es kein Video von der Ankunft am Flughafen? Und wie Lars auf die Toilette geht? So wenige Aufnahmen, obwohl es offensichtlich Unmengen an Material geben müsste. Selbst wenn es einen toten Winkel am Sprechzimmer des Arztes gibt. Was hat das zu bedeuten? Nachdem Sandra Mittag das Video von Lars gezeigt wurde, wurde ihr die Bestandsliste der Adidas-Reisetasche ihres Sohnes ausgehändigt. Sie war zwar auf Bulgarisch geschrieben, aber Frau Mittag selbst kann Russisch, was dem Bulgarischen sehr ähnlich ist, weswegen sie das Zefzil 500 auf der Liste entdeckte. Es wird zweimal aufgelistet, einmal mit 10 Tabletten und einmal mit 7 Tabletten. Denn weil einmal nur 7 Tabletten aufgelistet sind, kann man davon ausgehen, dass Lars 3 Tabletten des Zefzil 500 zu sich genommen hat. Es sind weitere alltägliche Dinge aufgelistet, wie Anziehsachen und so weiter, aber auch weitere Medikamente mit der entsprechenden Stückzahl und Tablettenpackungen. Lars hatte sich Tabletten aus Deutschland mitgenommen, um eine Reiseapotheke bei sich zu haben. Zwar wird Sandra die Liste nicht ausgehändigt, aber die Reisetasche. Sie verlassen den Flughafen und fahren direkt zur Polizei, um dort eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Dies dauert ungefähr 4 Stunden. Als Sandra später im Hotel ankommt, durchsucht sie die Tasche. Sie schreibt Folgendes: "Abends im Hotel kontrolliere ich die Tasche und stelle fest, dass Lars wie immer sehr ordentlich war. Er hat alle Belege vom Hotel, der Apotheke und so weiter aufgehoben und in die Tasche in eine Folie gesteckt. Anhand der Belege, die ich alle chronologisch sortiert habe, kann man den genauen zeitlichen Ablauf seines Urlaubs nachvollziehen. Das Einzige, was fehlte, war das Zefzil." Die 2 Rechnungen des Zefzils von den 2 Apotheken waren auch dabei. Bei der 2. Rechnung war der Name des Medikaments nicht aufgeführt. Aber die Tabletten fehlten in der Reisetasche, und das, obwohl sie auf der Liste des Flughafens aufgeführt wurden. Also machte sie sich am nächsten Tag nochmals mit dem Anwalt auf den Weg zum Flughafen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Sie fragt die Zuständigen, wo das Zefzil sei, da es auf der Liste stand, sich aber nicht in der Tasche befand. Der Mann, der ihnen den Tag zuvor die Liste aushändigte, wurde hereingebeten und brachte ihnen die Liste. Jedoch war es eine andere Liste, auf der das Zefzil nicht mehr aufgelistet war. Sandra schreibt: "Ich war entsetzt. Der Anwalt auch. Dieser sagte, dass er bezeugen kann, dass die Tabletten den Tag zuvor aufgelistet waren. Kurz darauf wurde es entsetzlich laut. Ich rief lautstark, dass sie aufhören sollen und dass mich diese Tabletten nicht mehr interessieren. Ich wollte nur noch raus. Die Situation fühlte sich sehr ungemütlich und brenzlig an. Ich wollte nur noch weg. Ich dachte mir, hier stimmt einiges nicht. Hier wird Theater gespielt." Einige Zeit später kündigte Sandra den Anwalt, weil dieser sich immer merkwürdiger verhielt und seltsame Äußerungen von sich gab, was Lars betraf. Jegliche Vermutung, die sie ihm unterbreitete, schlug er ab und zweifelte er an. Irgendwann sagte er, dass sie aufhören soll, nach ihrem Sohn zu suchen. Kontakte von ihm gaben ihm diesen gut gemeinten Rat. Zwar tauchten später die Blister vom Zefzil wieder auf. Anscheinend hat die Polizei von Varna die Medikamente einkassiert, denn sie hingen an der Akte von Lars. Was aber blieb, war der bittere Beigeschmack. Und weitere Fragen taten sich auf. Es sah stark danach aus, als wollte jemand eine Suche nach Lars unterbinden. Aber warum nur? Ich weiß, es klingt fast verschwörungstheoretisch, aber die faktische Lage spricht größtenteils für solch eine in Anführungszeichen Verschwörung. Warum sonst sollte der Arzt seine Aussagen ändern? Warum sonst sollten die Videoaufnahmen gekürzt worden sein?
Warum sonst wurde dem leitenden Ermittler ein Mann vorgesetzt, der ominöse Mann sein sollte, sich aber nichtmals in Bulgarien befunden hat zu dem Zeitpunkt? Genaueres dazu wird euch aber gleich der Privatdetektiv Ralf, der immer noch aktiv für Sandra arbeitet und schon oft in Bulgarien gewesen ist, erklären. Am Ende dieses Abschnittes möchte ich noch einen Denkanstoß geben. Das Auswärtige Amt veröffentlichte kurz nach Lars Verschwinden Folgendes. Vereinzelt wird von deutschen Ärzten auch über aufwendige und teure Fehldiagnosen und unnötige Behandlungen berichtet. Bei Nichtbezahlung wird mit Verhinderung der Ausreise und Passeinzug gedroht. In Einzelfällen werden Touristen durch Servicepersonal des Arztes oder zum Teil auch durch einzelne Hotelmitarbeiter bedrängt, die Rechnung zu begleichen und bei Ankunft in Deutschland sogar weiter mit Telefonanrufen belästigt. Wenn man sich jetzt nochmals die Aussage Lars ins Gedächtnis ruft, dass er sagt, dass sie ihn weder fliegen noch fahren lassen, bevor er zum Arzt rein ist, könnte man vielleicht hierzu eine Verbindung ziehen und es wirkt eher so, als wäre die Aussage aufgrund realer Bedenken und nicht Halluzinationen getätigt worden. Denn warum sonst sollte das Auswärtige Amt 2 Monate nach Lars Verschwinden solch ein Statement publizieren? Der gesundheitliche Zustand von Lars. Es gibt mehrere Theorien zu Lars gesundheitlichen Zustand. Aber bevor wir auf diese eingehen, sollten wir kurz klären, was es mit dem Antibiotikum Cefzil 500 auf sich hat. Erst einmal ist Cefzil ein Antibiotikum mit dem Wirkstoff Cefprozil, welches zwar öfter in Bulgarien, aber nicht in Deutschland verschrieben wird, da es ein starkes Antibiotikum mit vergleichsweise vielen Nebenwirkungen ist. Die Frage lautet für Lars zwar, was ist Cefzil 500? Für uns lautet sie aber, was hat dieses Cefzil 500 mit ihm gemacht? Kam es zu Neben- oder vielleicht sogar Wechselwirkungen? Und wenn ja, wie äußerten sich diese? Wurde er panisch, entwickelte er eine drogeninduzierte Psychose und Halluzinationen? Es gibt Studien, die besagen, dass Cefzil tatsächlich diese Nebenwirkungen haben kann, wenn auch sehr unwahrscheinlich. Ärzte in Bulgarien äußerten natürlich kein Bedenken, ob sie sich vorstellen können, dass das Verhalten Lars durch das Medikament ausgelöst wurde. Deutsche Ärzte hingegen sagten, dass Cefzil bzw. der Wirkstoff Cefprozil gerade in der Dosis bedenklich ist. Die Apothekerin Rada Pechlivanova vom Bulgarischen Apothekerverband unterstützte die Aussagen der deutschen Ärzte, indem sie sagte, Zitat, zwischen dem Antibiotikum und dem auffallenden Verhalten des Patienten könnte ein Zusammenhang bestehen. Wir sprechen aber von einer sehr seltenen Nebenwirkung, die davon abhängt, ob er zum Beispiel ein anderes Medikament eingenommen oder Alkohol getrunken hat. Bei Lars Fall kann es also sein, dass das Cefzil 500 noch stärker gewirkt hat als eh schon und die Wahrscheinlichkeit der Nebenwirkungen sich erhöht hat. Also es kann sein, dass er halluziniert hat. Und da eine Person, die halluziniert oder eine Panikattacke hat, die Gefühle und Angst nicht von echter Angst unterscheiden kann, einfach weil die Situation für sie subjektiv real ist, ist das Verhalten Lars Mittags, wenn man es aus seiner Sicht gesehen hätte, nachvollziehbar. Man muss aber auch betonen, dass er wahrscheinlich nur 3 Tabletten des Cefzils genommen hat. Schizophrenie, nicht definierbare psychische Krankheit. Die kritische Altersgruppe bei Männern liegt im Alter zwischen 16 und 30 Jahren. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit in diesem Alter am höchsten ist, eine Schizophrenie zu entwickeln. Natürlich trifft das nicht auf alle Männer zu, sondern meistens auf Männer, die eine Veranlagung dafür haben. Mit Veranlagung ist erbliches DNA-Gut gemeint. In meiner Recherche konnte ich keinen Hinweis darauf finden, dass die Familie Mittank unter psychischen Erkrankungen leidet oder litt, weswegen ich diesen Aspekt für unwahrscheinlich halte. Bevor ich weiterrede, möchte ich betonen, dass das hier natürlich nur Spekulationen sind und es immer schwierig ist, etwas küchenpsychologisch zu bewerten. Ich kann nur von Erfahrungen meines näheren Umfelds berichten, dass es möglich ist, durch ein stressiges Leben und andere Faktoren, die dies begünstigen, eine psychische Krankheit zu entwickeln. Lars war gestresst und nicht in der besten psychischen Verfassung. Dann flogen auch seine Freunde zurück nach Deutschland und er war allein in einem fremden Land.
Als wäre das noch nicht genug, folgte eine Verkettung von Ereignissen, mit denen er nicht gerechnet hat und die ihn kalt erwischten. Er dachte, er würde stationär aufgenommen und zurück nach Deutschland transportiert werden, über seine Auslandskrankenversicherung. Aber wie wir wissen, stellte sich auch diese Annahme als falsch heraus. Lars musste sich ein neues Hotel suchen und darauf folgte noch eine panische Episode, in der er dachte, verfolgt zu werden oder vielleicht wirklich verfolgt wurde, was wahrscheinlich eine Angst in ihm auslöste, die einer Todesangst gleichkommt. Vielleicht hat diese Verkettung dafür gesorgt, dass eine psychotische Episode ausbrach, sei es eine Psychose oder Schizophrenie. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Wikipedia-Artikel zur Schizophrenie. Im akuten Krankheitsstadium treten bei schizophrenen Menschen eine Vielzahl von charakteristischen Störungen auf, die fast alle Bereiche des inneren Erlebens und Verhaltens betreffen. Die Wahrnehmung, Denken, Gefühls- und Gemütsleben, Willensbildung, Psychomotorik und Antrieb. Häufig werden nicht wirklich vorhandene Stimmen gehört. Es kann der Wahn vorkommen, verfolgt, ausspioniert oder kontrolliert zu werden. Weiter kann das Gefühl auftreten, fremdgesteuert zu werden, zum Beispiel durch Gedankenentzug oder Gedankeneingebung. Anhaltende Halluzinationen jeder Sinnesmodalität sind möglich, auch sozialer Rückzug, Antriebslosigkeit, mangelnde Motivation, emotionale Verflachung und Freudlosigkeit werden nicht selten beobachtet. Ich möchte hier auch nicht weiter spekulieren, aber was diese Theorie einer psychischen Erkrankung wahrscheinlicher macht, ist die Einnahme des Zefzils. Allerdings ist fest davon auszugehen, dass Lars nur 3 bis 4 Tabletten des Zefzils eingenommen hat. Und hier muss die Frage gestellt werden, ob diese wirklich eine solch große Auswirkung gehabt haben können. Und auch mit diesem Erklärungsansatz bleiben die bereits gestellten Fragen offen. In solch einem Zustand hat man des Öfteren klare Momente oder weiß zumindest, woher man kommt, erinnert sich teilweise an seine Vergangenheit. Warum sollte er sich also bei niemandem gemeldet haben? Kopfverletzung, Trommelfellriss. Die letzte wahrscheinliche Theorie ist die, dass Lars durch den Schlag auf sein Ohr bzw. auf den Kopf nicht nur einen Trommelfellriss erlitt, sondern auch eine schwere Kopfverletzung. Denn je nachdem, welche Areale des Gehirns durch solch einen Schlag getroffen werden, kann es zu Charakterveränderungen, Panik und den Symptomen kommen, die auch bei einer Psychose akut sind. Vielleicht erlitt Lars wirklich eine retrograde Amnesie, wie der Privatdetektiv vermutet, die durch ein Aneurysma ausgelöst wurde und immer wieder wird. Denn die Theorie des Privatdetektivs, den ihr gleich hören werdet, ist die, dass das Aneurysma, wenn es anschwillt, immer wieder auf die Gehirnareale drückt, die für Erinnerungen zuständig sind, weswegen er vergessen hat, wo er herkommt. Aber genaueres dazu wird euch der Privatdetektiv gleich erzählen. Wahrscheinlich ist es nichts Spezifisches von all dem, sondern eine Aneinanderreihung von Verkettungen und Umständen. Was genau, spielt eigentlich auch keine Rolle. Deswegen möchte ich keine weiteren Spekulationen zu Lars Gesundheitszustand äußern. Wir wissen nur, dass Lars wahrscheinlich verwirrt ist und nicht mehr weiß, woher er kommt. Er wird verängstigt und sozial isoliert sein und sich nur schwierig verständigen können. Seine Mutter sagt, er hat sein Urvertrauen zu den Menschen verloren und traut sich keine Hilfe mehr zu holen, weil er anscheinend viele schlechte Erfahrungen gemacht hat und sein Vertrauen oft gebrochen wurde. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum trotzdem noch Hoffnung besteht. Dies habe ich zwar schon im zweiten Teil beschrieben, aber weil dies ein alleinstehendes Video sein soll, fasse ich es noch einmal kurz zusammen. Die Facebook-Seite Findet Lars Mittank erhielt viele Hinweise, auch in Form von Fotos, und immer wieder gingen sie auf die verschiedenen Bilder öffentlich ein, nur um zu sagen, dass es sich bei den Bildern nicht um Lars handelt. Aber Sandra Mittank und ihr Ermittlerteam ließen sich nie unterkriegen und wandelten jeden Anflug von Resignation in Energie um und nutzten ihre Rolle als Anlaufstelle für allerlei Hinweise dafür, die Person auf den Bildern mithilfe ihres Netzwerkes zu identifizieren oder zumindest mit ihnen zu sprechen. Über den Zeitraum von 5 Jahren konnten sie 15 Deutsche in ganz Europa finden, die einfach spurlos verschwunden sind, aber noch am Leben waren und mit einem Fingerschnipsen nach Hause hätten kommen können.
Das Traurige ist nur, dass keiner von ihnen nach Hause wollte. Jeder ist freiwillig spurlos verschwunden. Jeder von ihnen wollte sein altes Leben hinter sich lassen und einsam auf den Straßen Europas leben. 2016 gab es einen weiteren, aber diesmal vielversprechenden Hinweis, der aber nicht aus Bulgarien oder Europa kam, sondern aus Brasilien. Der Mann auf dem Bild, welches Sandra zugeschickt wurde, wies große Ähnlichkeit mit ihrem Sohn auf. Sie kontaktierte die brasilianische Polizei, um weitere Informationen zu dem Mann zu bekommen. Nach ungeduldigen, hoffnungsvollen Tagen wurde sie aber ein weiteres Mal enttäuscht. Der Mann sagte, er sei Kanadier. Auch die Augenfarbe und die Blutgruppe stimmten nicht mit denen von Lars überein. Aber diese Sichtung ist die Sichtung, die Sandra am meisten Hoffnung gab. Denn der Kanadier namens Anton Pilipa verließ seinen Heimatsort Scarborough 2012, nachdem er wegen versuchten Raubes gesucht wurde. Und Anton Pilipa schaffte es 4 Jahre ohne Ausweisdokumente und ein Dach über dem Kopf und ohne die Sprachen der verschiedenen Länder, durch die er reiste, zu beherrschen, zu überleben. Er reiste über 10.500 Kilometer, barfuß, per Anhalter, heimlich auf der Ladefläche von Trucks, alles während er unter Schizophrenie litt. Durch die Ermittlungen Sandras und der Privatermittler wurde er von seinem Bruder abgeholt und wieder mit seiner Familie zusammengeführt. Ich habe versucht, alles nochmals in ein Video zu packen und dieses Video soll eine Zusammenfassung des Falles sein, die so präzise wie möglich die Umstände erklärt und geteilt werden kann, um sich einen Überblick zum Fall zu schaffen. Des Weiteren wurden Fehler korrigiert, die ich in den ersten 2 Teilen verbreitet habe. Ich sage immer, dass ich jegliche konstruktive Kritik annehme und Fehler immer korrigiere. Und genau das wollte ich mit diesem Video machen. Der Fall von Lars ist so mysteriös und rätselhaft, dass sich viele Verschwörungstheorien und Spekulationen aufgetan haben. Sogar Anschuldigungen gegen Sandra, dass sie zu wenig getan habe und sogar, dass sie selbst mit in dem Fall verstrickt ist. Mit diesem Video und den Fragen, die Sandra mir per E-Mail beantwortet hat, wollen wir diese Anschuldigungen und Spekulationen zum Stillschweigen bringen, weswegen sie auf einige Fragen eingehen wird, die in Foren und unter Videos heiß diskutiert werden. Aber bevor wir dazu kommen, beginnen wir mit dem Interview des Privatdetektivs. Uns zugeschaltet ist jetzt Rainer, einer der Privatdetektive, die noch aktiv für Sandra Mitzank arbeiten. Erst einmal danke, dass du dir die Zeit hierfür nimmst. Hi Rainer. Kein Problem. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ich selber möchte gar nicht viel reden, sondern einfach dir diese Fläche hier bieten, um einmal einige Fragen zu beantworten, die vielen Usern und Hobby- und Internetdetektiven auf dem Herzen liegen. Ja, ich würde sagen, da reden wir gar nicht groß drum herum, sondern fangen einfach mal direkt an. Welche Ermittlungen habt ihr unternommen? Im Fall Lars Mitzank haben wir meiner Meinung nach alles nur Erdenkliche Mögliche unternommen. Wir haben das gesamte Gebiet um den Flughafen drumherum in alle Himmelsrichtungen weiträumig zu Fuß mit dem Flugzeug und mit einer Drohne mit Wärmebildkamera komplett abgesucht. Wir haben knapp über 100 Leute zusammengetrommelt, die ähnlich wie eine Hundertschaft bei der Polizei dieses Gelände Stück für Stück für Stück durchstreift haben, immer miteinander in Kontakt gestanden haben, um dann wirklich zu klären, ist da irgendwo im Waldgebiet auch eine selbstgebaute Hütte, eine Erdhöhle, wo man sich drin verkriechen kann und so weiter. Wir haben einen Hund dazu geholt, der Spuren des Menschen aufnimmt und dieser hat an einer Jacke von Lars gerochen und hat daraufhin auch die Suche aufgenommen. Er hat auch Spuren gefunden, so wie man es dann deutet. Er hat dann seine Richtung angegeben, ist der Richtung auch gefolgt, aber diese Spur ist dort an einem gewissen Punkt einfach abgebrochen. Es wurden von uns Lautsprecherdurchsagen in diesem Waldgebiet ausgestrahlt. Wir haben auf, so blöd es klingt, eigene Art und Weise eine Soundanlage in ein Auto gebaut, haben uns Lautsprecher außen an das Auto angebracht und sind mit einer Durchsage von Sandra Mitzank
durch diesen Wald gefahren, über die Hauptstraßen, über die Schleichwege und haben sie dort nach Lars rufen lassen. Dass Lars doch bitte an die Straße kommen möchte. Dass er einfach vielleicht auch, selbst wenn er sich nicht mehr erinnern kann, sich an diese Stimme zurückerinnert. Dass ihm diese Stimme bekannt vorkommt oder dass ihn diese Stimme vielleicht sogar magnetisch anzieht und er ihr entgegenläuft. Das sind nur wenige Punkte, die wir gemacht haben. Und mittlerweile muss ich auch ganz ehrlich sagen, fallen uns immer mehr neue Dinge ein, die wir machen, wo wir eine Idee kriegen, wo wir die Umsetzung planen und diese dann auch tatsächlich umsetzen. Selbst bei mir, der jetzt 6 Jahre in diesem Fall aktiv ist, ist es so, dass ich Tag und Nacht, wenn ich am Arbeiten bin, wenn ich privat unterwegs bin, alle Eindrücke, die mir in den Kopf kommen, alle Ideen, die mir kommen, dann im Nachhinein mit Sandra bespreche und sie frage, was denkst du, ist das eine Möglichkeit, wie wir es machen könnten, wie wir einen Schritt weitergehen können? Ich halte mit Sandra wirklich täglich Kontakt, um auch wirklich zu gucken, dass es, wenn es Erneuerungen gibt oder wenn es neue Ansätze gibt, dass wir die auch sofort besprechen, ohne dass in irgendeiner Art und Weise viel Zeit vergeht, dass man direkt drauf eingeht und vielleicht auch innerhalb der nächsten 24 Stunden sofort tätig wird und diese Idee dann umsetzt. Kannst du vielleicht nochmal genauer auch erzählen, wie das mit denen, also du hast im Vorgespräch erzählt, dass die Plakate, die ihr anfangs aufgehangen habt in Varna selbst, dass die auch abgehangen wurden. Warum wurden die abgehangen? Also die ersten Plakate, die jemals gedruckt wurden für die Suche nach Lars, ähnelten sehr den Sterbeanzeigen, die die Bulgaren aufhängen, wenn jemand gestorben ist im Dorf. Daraufhin haben wir unsere Plakate abgeändert und angepasst. Und diese Anpassung haben wir dann dort an Bäume gepinnt, an Laternen, an Häuser, wenn es möglich war. Und im Nachhinein wurden wir angesprochen von der Polizei und von der Stadt Varna, dass wir doch bitte diese Dinger sofort abhängen sollen, weil wir sonst eine Anzeige bekommen aufgrund der Umweltverschmutzung. Und dann konnten wir nur noch andere Wege suchen und durften nicht mehr öffentlich plakatieren und sind dann auf Geschichten gegangen wie Werbung in Taxen. Weil jedes Taxi in Bulgarien hat ein Tablet drin, worüber sie navigieren, worüber sie ihr Taxometer laufen lassen. Und dort sind wir dann beigegangen und haben dort Werbung geschaltet, mit einem Flyer auf Bulgarisch für die Suche nach Lars. Wir haben alle TV-Sender, die in irgendeiner Art und Weise Interesse hatten, bedient. Wir haben jeden Fernsehsender, jeden Radiosender bedient. Wir sind selbst hingefahren, haben die angesprochen, wenn kein Interesse bestand, dann konnte man da nicht viel dran ändern. Wir haben jede Zeitung, die in irgendeiner Art und Weise mit reinkam, ebenso bedient, dass es wirklich so weit gestreut werden konnte, wie es nur ging. Aber wir haben auch da gemerkt, egal wie weit wir an die Stadt reingekommen sind oder egal wie fern wir da weggegangen sind, da gibt es immer noch Personen, die nie was von dem Fall von Lars gehört haben, weil die halt auch medial nicht erreichbar sind. Nicht über Fernsehen, nicht über Internet und nicht über Telefon, also selbst über Smartphone-Geschichten. Ist es tatsächlich so, dass dort einige Leute nie was vom Fall Lars Mittag gehört haben. Und das passiert uns auch in Deutschland, wenn wir Leute in Deutschland ansprechen, dass zum Beispiel auch noch eine Zeitung in Deutschland einen Bericht bringt. Es gibt immer noch Leute, die von dem Fall nie was gehört haben. Kannst du vielleicht gerade auch in dem Zusammenhang einmal auf die Vorwürfe eingehen, dass Sandra Mitzank nicht genug ermittelt haben soll in dem Fall, selber geholfen haben soll? Einfach, das haben wir ja im Vorhinein auch besprochen, dass wir einfach diese ganzen Vorwürfe auch mal zum Verstummen bringen. Also du warst ja dabei. Du kannst ja bezeugen, dass Sandra da mehr als mitgeholfen hat. Also Sandra Mittag war mit mir und genauso mit meinen Kollegen in der ganzen Zeit mehrfach zusammen in Bulgarien. Ab einem ganz bestimmten Punkt konnte sie aber nicht mehr in Bulgarien aktiv werden, weil wir sie auch einfach schützen müssen und mussten. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, Sandra aus Bulgarien rauszuhalten. Aber aus der Ferne, per Internet, per Telefon, hat sie so viel geholfen, wie es nur ging. Und dass man ihr vorwirft, dass sie nicht genug getan hat, das kann ich überhaupt nicht verstehen.
Danke schon mal dafür. Also, dass die Vorwürfe haltlos sind, das sollte eigentlich jeder wissen, der sich genauer mit dem Fall beschäftigt. Aber einfach für die Leute, die es nicht verstehen wollen, einfach nochmal klipp und klar, wollte ich das nochmal abklären. Kannst du vielleicht auch gerade bezüglich der Ermittlungen nochmal darauf eingehen, inwiefern die bulgarische Polizei mit euch zusammengearbeitet hat? Die bulgarische Polizei hat mit uns gar nicht gearbeitet. Also das muss ich ganz klar so sagen. Wir haben unsere eigenen Ermittlungen geführt und die Bulgaren haben für sich ihre eigenen Ermittlungen geführt. Es läuft nicht so wie in Deutschland. In Deutschland ist es so, dass wenn ich Hinweise habe, dann gebe ich die an die Polizei weiter und die Polizei wird tätig. Manchmal mag man es zwar sagen, es dauert eben bei der deutschen Polizei, aber in Bulgarien haben wir festgestellt, dass dort einfach gar nichts gemacht wird. In Bulgarien ist der Fall auch noch lange nicht geschlossen, weil in Bulgarien gibt es ein Gesetz, das sagt, ist eine Person vermisst und wird sie nicht lebend oder tot gefunden, muss dieser Fall offen bleiben. Und die Bulgaren sind an sich auch interessiert daran, dass diese ganze Sache aufgeklärt wird. Aber durch die begrenzten Mittel und auch durch die große Reichweite der Umgebung, wo er hätte sein können, hat die bulgarische Polizei einfach gar nichts gemacht. Also ich habe von einer aktiven Arbeit, außer dass der nette Herr am Schreibtisch gesessen hat und Sandra befragt hat, nichts mitbekommen, dass die in irgendeiner Art und Weise aktiv gesucht haben. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal direkt einen größeren Schwenk. Ich hatte in der Doku auch den ominösen Mann, der ins Sprechzimmer des Arztes am Flughafen geplatzt sein soll, gesprochen und auch die drei Versionen angesprochen. Was glaubst du denn, was es mit diesem ominösen Mann auf sich hat? Kannst du da vielleicht auch nochmal genauer was zu sagen? Also ich hatte in der Doku auch erwähnt, dass der leitende Ermittler nach Bulgarien kam und ihm einfach ein Mann vorgesetzt wurde. Der Arzt, der dort Lars untersucht hat am Flughafen, hat in mehreren Befragungen verschiedene Aussagen getroffen, dass dort jemand reingekommen sein soll, der Lars in Anführungsstrichen wohl aufgeschreckt hat. Also er hat nur die Tür geöffnet oder soll die Tür geöffnet haben, kurz reingeguckt haben, was auf Bulgarisch gesagt haben, die Tür wieder zu und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Und wenig später ist Lars dann wohl losgerannt. Diese Aussage des Arztes können wir nicht belegen, da diese Aufnahmen, wo man eigentlich hätte sehen können, dass dort jemand ins Zimmer geht, vom Flughafen bzw. den Flughafenbetreibern, vom Sicherheitsdienst des Flughafens gelöscht wurde. Selbst wenige Tage später, als Sandra sich die Aufnahmen angeguckt hat, waren diese Aufnahmen schon gelöscht. Der bulgarischen Polizei, genauso wie der deutschen Polizei, wurde nur Material gegeben, wo Lars kurz drauf zu sehen ist. Also er läuft ins Bild, er läuft aus dem Bild raus und so weiter. Wir wissen aber, Lars ist schon weit vorher am Flughafen gewesen. Lars hat sich am Flughafen was zu essen gekauft. Lars hat sich am Flughafen das Gesicht gewaschen und hat sich frisch gemacht. Davon hätten überall Aufnahmen existieren müssen. Diese Aufnahmen sind aber weg. Und dass der Arzt wirklich die Wahrheit spricht, dass dort jemand ins Zimmer gekommen ist, das kann ich nicht bestätigen. Und es basiert nur auf den Aussagen dieses Arztes. Und wie viel ich dem Arzt Glauben schenke, kann man sich an drei Fingern abzählen, nämlich gar nicht. Ja, gerade auch das Dokument, was jetzt in der Dokumentation noch mit veröffentlicht wurde und auch der Anruf von Frau Mitrova, die sprechen ja auch für die unschlüssigen Aussagen des Arztes, um das einfach mal so zu sagen. Genau, also dieses Dokument, was dort jetzt mit reingenommen wird, in deine Dokumentation besagt, dass Lars eingewilligt hat, auf eigene Verantwortung ins Flugzeug zu steigen und zu fliegen. Genauso haben wir ein Dokument, wo es heißt, dass Lars untersucht wurde, wie viel Fieber er hat und so weiter. Also ein Untersuchungsdokument, sage ich jetzt mal. Da hat Lars sogar versucht, darauf zu unterschreiben, aber es wurde kurz vorher abgebrochen, weil der Arzt unterschreiben musste. Und der Arzt hat Lars eine Rechnung ausgestellt von 100 Lever, die er dort bezahlen musste. Also diese Dokumente liegen uns dank der Polizei und auch
dank der ganzen Situation liegen uns die vor. Auch der Werdegang von Lars im Urlaub, nachdem er geschlagen wurde und so weiter, können wir klar nachvollziehen. Wir haben die Belege der Apotheken, wir haben den Beleg vom Hotel und so weiter. Also der Weg von Lars ist zu 100% aufgebaut und rekonstruiert. Wir wissen auch, dass er, nachdem er aus dem Hotel raus ist, in die falsche Richtung gelaufen ist, weil er in der falschen Richtung aufgegriffen wurde. Ja, kannst du vielleicht auch nochmal genau, wenn wir jetzt schon vom Hotel sprechen, nochmal genau auf die Episode im Hotel eingehen, warum Lars da hellhörig wurde und gedacht hat, abgehört zu werden? Du warst ja auch vor Ort. Also zu dem Hotel muss man ganz klar sagen, ich persönlich, auch wenn ich schon in vielen schlimmen Hotels geschlafen habe, ich würde in diesem Hotel nicht freiwillig schlafen wollen. Man kommt in dieses Hotel rein und es ist einfach meiner Meinung nach sehr ungemütlich. Und dann kommt noch hinzu, dass man dort auch klar als Tourist zu erkennen ist in dieser Region. Denn in dieser Region, man braucht die Straße nur hochlaufen vom Hotel weg auf die nächste Hauptstraße, kommt man auf der einen Seite in ein großes Gypsy-Zigeunerviertel. Das sind wenige hundert Meter. Und auf der anderen Seite kommt man zu 4 oder 6 riesengroßen Mehrfamilienhäusern, wo Tag und Nacht immer irgendjemand unterwegs ist. Wo man wirklich auch wirklich Tag und Nacht jemanden antreffen kann, weil teilweise die Läden dort auch Tag und Nacht aufhaben. Das Hotel an sich habe ich insoweit kontrolliert, dass ich wirklich reingegangen bin und unter einem Vorwand mir die Zimmer dort angeschaut habe. Wir haben vorgegeben, wir möchten uns da einbuchen, weil wir unseren Flug nicht gekriegt haben, suchen ein billiges Hotel. Da wurde uns dann erzählt, ja, wir haben noch einige Zimmer frei. Bitte haben Schlüssel zum 3. Stock. Da können Sie sich mal ein Zimmer angucken. Da war es dann so, dass ich dadurch, dass mein Kollege unten an der Bar gestanden hat und sich eine Cola bestellt hat, während der Wartezeit, ich selbst deren Gespräch im 3. Stock im Badezimmer und auch bei geöffneter Badezimmertür im Schlafzimmer hören konnte. Dieses Hotel ist so hellhörig, dass ich ihm theoretisch gesehen auch hätte runterrufen können. Das hätte er gehört. Und ich habe alles gehört, was die beiden miteinander besprochen haben. Dementsprechend, das Hotel ist sehr, sehr hellhörig, meiner Meinung nach nicht sauber. Und das dann unter den Gesichtspunkten, dass Lars dort bezahlt hat und dann anschließend seine Kreditkarte kopiert wurde, mit einer Art Blaupause, da kann ich dann super nachvollziehen, dass Lars gesagt hat, Mama, sperre meine Kreditkarte. Ich habe hier betreffend meiner Kreditkarte ein komisches Gefühl. Sperre diese bitte. Okay, ja, danke dir schon mal dafür. Damit das hier auch den zeitlichen Rahmen nicht sprengt, könntest du vielleicht was zum gesundheitlichen Zustand von Lars sagen? Was glaubst du? Also ich hatte in der Doku schon angeteasert, dass du eine bestimmte Theorie zu Lars Gesundheitszustand hast. Kannst du das vielleicht elaborieren? Also wie du dazu stehst, was deine Theorie ist? Ich muss erstmal ganz klar sagen, solange wir Lars nicht tot gefunden haben, lebt er für mich und ich suche nach einem Lebenden. Das ist für mich ein ganz klarer Punkt, weil wenn ich nach einem Toten suche, habe ich zu einem gewissen Teil schon aufgegeben. Und das werde ich nicht zulassen, das möchte auch die Familie nicht. Und das muss man auch als Nichtangehöriger und auch als Beobachter der Seite einfach verstehen. Das machen, blödes Beispiel, auch Personen, die ihre Katze oder ihren Hund suchen. Die suchen auch nicht nach einem toten Hund oder nach einer toten Katze, die im Graben liegt, sondern die suchen aktiv nach einem lebenden Tier. So machen wir das auch. Wir suchen aktiv nach einer lebenden Person. Und wenn man dort in dem Fall dann auf den Toten stößt, dann ist es so. Dann ist es aber immer noch eine bessere Antwort. Und man hat dort dann halt auch eben die Gewissheit, man muss nicht mehr weitersuchen. Aber wir suchen aktiv nach einer lebenden Person. Und das wird auch so bleiben. Egal wie viele Leute sich dagegen stellen wollen, oder wie viele Leute im Nachhinein sagen, ja, sucht doch lieber nach einem Toten oder hört auf zu suchen, weil diese Vorwürfe kommen auch. Das wollen wir nicht und das werden wir auch nicht tun. Und das werde ich als Ermittler auch nicht tun. Betreffend der Gesundheit von Lars bin ich klar der Meinung, dass er das Urvertrauen in den Menschen verloren hat
weil ihm das am Rollstrand passiert ist. Und dadurch und in Kombination mit den Tabletten, die nachweislich Halluzinationen auslösen sollen, in einer retrograden Amnesie gefallen sein kann. Das heißt, er kann vergessen haben, er heißt Lars, wo er herkommt und so weiter, hat aber immer noch die Fertigkeiten, sprich, er kann, was seinem Beruf typisch ist, er kann schweißen, er weiß, wo welches Kabel hingehört und solche Geschichten. Also handwerkliche Fähigkeiten bleiben meistens erhalten, aber so personenbezogene Geschichten verschwinden. Ich habe mit einigen Ärzten gesprochen, auch einem Facharzt aus der Charité in Berlin, und dieser ist der Meinung, dass es tatsächlich durch diesen Schlag aufs Ohr zu einem Blutgerinnsel im Kopf gekommen sein kann, der eine retrograde Amnesie auslöst. In dem Fall, dass Lars sich dann in irgendeiner Art und Weise aufregt, dass er einen Adrenalinschub kriegt und so weiter, schwillt das Gehirn an, weil der Puls sich erhöht. Und dadurch wird die retrograde Amnesie immer wieder auf den Ursprung, sage ich jetzt mal, zurückgeführt. Dass der Körper dann gar keine Kraft hat, in dem Moment sich zu erholen, sondern er immer noch in diesem Tunnel drinsteckt. Es gibt irgendwann einen Auslöser, der ihn wieder aus diesem Tunnel rauskatapultiert. Aber da weiß man halt nicht, was ist der Auslöser. Es gibt den Fall eines Amerikaners, der hat mit 16 Jahren einen Unfall gehabt, hat dann alles vergessen, was er in den 16 Jahren zuvor erlebt hat und ist dann in sein komplett neues Leben gestartet. Er hat eine Frau, er hatte zwei Kinder, hat alles super gehabt und 51 Jahre später hatte er einen Autounfall und dieser Autounfall hat diese Bremse oder diese Sperre im Kopf gelöst und plötzlich konnte er sich nur noch an seine 16 Jahre erinnern und nicht mehr an das Leben, was er dann schon viel länger geführt hat. Der Rest war dann wieder ausgelöscht und man musste ihm das mühevoll wieder beibringen. Und da sind so die Punkte, wo dann jemand sagt, ja, aber das kann ja nicht ewig dauern. Solche Sachen können schon länger dauern, wenn es nicht diesen sogenannten Reizpunkt, diesen sogenannten Punkt gibt, was ihn dann wieder zurückschießen kann. Und letztendlich wissen wir nicht, was es ist und dementsprechend müssen wir hoffen, dass wir ihn vorher finden oder dass er tatsächlich diesen Reizpunkt kriegt und er dadurch dann wieder nach Hause findet. Du sprichst den Punkt schon an. Finden. Was kannst du den Zuschauern denn mit auf den Weg geben? Also wo könnte er sich befinden? Wo sollten sie die Augen offen halten? Am besten natürlich überall. Einfach nochmal Worte zum Schluss hin. Am besten kann jeder, der uns helfen möchte, die Augen aufhalten und seine Umgebung gut im Auge behalten. Sprich, wenn dort ein Obdachloser, Beispiel Düsseldorf, gesehen wird, der Lars sein könnte, dann macht bitte gute Fotos, merkt euch gut den Standort und sendet uns das. Wir wollen nicht jeden Obdachlosen oder jeden, der in irgendeiner Art und Weise lange Haare hat und Bart hat, gleich über einen Kamm scheren und sagen, das könnte Lars sein. Aber jeder, der uns nicht gemeldet wird, ist einer zu wenig. Jeder, der uns gemeldet wird, selbst wenn er noch so weit entfernt ist, ist für uns ein Punkt, wo wir sagen können, das ist nicht Lars. So viele, die obdachlos sind, die aufgrund der Haarfarbe und aufgrund des Bartwuchses und des Haarwuchses der Beschreibung von Lars entsprechen könnten. Weil ein Bart verbirgt sehr, sehr viel vom eigentlichen Gesicht. Lange Haare verbergen viele andere Punkte vom Gesicht. Und wenn dann, wie in Düsseldorf oder wie aktuell auch noch anderen Städten und Dörfern aus Deutschland gemeldet, solche Sichtungen kommen, dann müssen wir dem nachgehen und wir gehen dem auch nach, egal wie weit weg es ist. Das ist einfach der Punkt, ihr helft uns am besten, indem ihr Fotos macht, euch den Standort merkt und wenn ihr merkt, dass diese Person vielleicht sogar verwirrt ist, sprich wie im Fall von Düsseldorf mit einem Stein im Wasser tanzt, dann sollte man die Person nicht einfach links liegen lassen, sondern sollte vielleicht auch irgendwie Hilfe dazu holen. Manchmal ist es so, dass die Polizei dann sagt, okay, wir nehmen ihn mit, wir überprüfen das Ganze und wir können dann feststellen, da ist was oder da ist nichts. Manchmal ist es aber auch so, dass die Polizei sagt im Nachhinein, ja, wir können den nicht mitnehmen, der ist klar bei Verstand. Wir wissen aber, der heißt so und so. Aus datenschutztechnischen Gründen darf man es dann natürlich nicht sagen.
Aber dann können die Polizisten uns auch glaubhaft versichern, es ist nicht unser Lars. Und wir haben in der Zeit, seitdem wir nach Lars suchen, nicht nur Obdachlose gefunden. Wir haben Leichen gefunden. Wir haben Leute gefunden, die selbstbestimmt frei leben, sage ich jetzt mal, im Wald leben, die auch seiner Beschreibung entsprachen. Weil dieses blond-braune von den Haaren mit diesem Bartwuchs, mit dem leichten rötlich-bräunlichen Stich, den er drin hat, das ist nun mal nicht selten. Und Lars hat halt eben keine Tätowierung auf dem Unterarm oder sonst wo, dass man ihn gleich erkennen könnte, die markant ist. Woran man ihn erkennen könnte, wären einfach nur 2, 3 Narben. Aber diese Narben sind bei bestimmten Kleidungsstücken und auch bei bestimmter Gesichtsbehaarung oder langen Haaren einfach nicht mehr erkennbar. Und dementsprechend müssen wir die Suche aufgrund unseres Profilbildes so allgemein halten, wie es in dem Fall wirklich nur geht, um auch die Reichweite in dem Fall so hoch zu haben, wie es nur geht. Ja, vielen Dank, Rainer, für das Gespräch. Wir hoffen das Beste. Und ja, Dankeschön. Bitte, gerne. Wieso wurden genau 500 Euro per Western Union überwiesen? Das war eine willkürliche Summe von mir festgelegt. Lars hat keine Summe gefordert, sonst wäre ich stutzig geworden, dass da was anderes dahinter stecken könnte. Er hat mir vertraut, dass ich das Richtige mache. Glauben Sie, dass irgendjemand das Sprechzimmer des Arztes betreten hat und Lars daraufhin losgerannt ist? Ich glaube nicht, dass da eine Person reingekommen ist, da der Arzt Frau Mitrova am Telefon von einem Toilettenbesuch berichtet hat. Es ist schleierhaft, warum der Arzt behauptet, da wäre jemand reingekommen. Und das in 3 verschiedenen Ausführungen. Was hat Lars alles zurückgelassen? Seine Adidas-Reisetasche, Rucksack, Ausweis, Handy. Und in unserer Recherche wurde festgestellt, dass er den Reisepass, der leider 4 Wochen später abgelaufen ist, auch noch bei sich hatte, inklusive Geldbörse. Hat Lars das ZEV-Ziel wirklich zu sich genommen? Weiß man das zu 100%? Zu 99%iger Sicherheit hat Lars 3 bis 4 Tabletten genommen. Am Abend vielleicht 2 und dann am nächsten Morgen 1 Tablette. Warum ist man sich sicher, dass das Überwachungsvideo manipuliert bzw. verändert wurde? Ich habe im Flughafen am 26.07.2014 ein anderes Video gesehen, aus einer anderen Perspektive. In diesem hat Lars, nachdem er den Ausgang erreicht hat, sich orientiert, an die Gesäßtasche gefasst und ist auf 2 Polizeiautos gemächlich zugelaufen. 5 Meter vor den Autos läuft er rechtwinklig über die Straße auf den Busbahnhof zu, wo nur ein Bus ist. Dahinter verschwindet er als Sichtschutz. Der Bus fährt rückwärts raus. Er läuft im Windschatten mit. Als er wieder vorwärts fährt, läuft er auf den aufgeschütteten Sandberg zu und verschwindet dahinter. Mehr ist dann nicht mehr zu sehen. Das Video, was von Aktenzeichen XY gezeigt wurde, hat die Polizei vom Flughafen Warna nach 7 Wochen nach der Anforderung an die Polizei Itzehoe geschickt bekommen. Es ist definitiv ein anderes Video. Was ist dran an den Gerüchten, dass Lars schon vorher einmal verschwunden ist? Da ist nichts dran. Glauben Sie, dass Lars einen Grund gehabt hätte, freiwillig zu verschwinden? Lars hatte sehr viel Vertrauen zu seinen Eltern, eher ein freundschaftliches Verhältnis, wenn man so etwas sagen kann, innerhalb einer Familie. Deshalb hat er mich, als ich ihn in Wilhelmshaven besucht habe, zu einer Besichtigung seines Arbeitsplatzes im Kraftwerk eingesetzt, weil ich auch im Kraftwerk gearbeitet habe, was auch nicht alltäglich ist. Dann hat er mich in seine Zukunftspläne eingeweiht, dass er sich dort fest niederlassen und ein Häuschen bauen oder kaufen möchte. Zusammen haben wir uns die möglichen Orte in der Umgebung angeschaut und er hat mich überall rumgeführt. Stimmt es, dass sich ein Mann mit gleichem Namen in einem Hotel in der Nähe von Warna eingecheckt hat? Ja, der Mann hieß tatsächlich mit Familiennamen Mitzang, aber er war nicht verwandt. Wie wirkte Lars, als er aus dem Hotel Koller anrief?
Er war schon überlegt, sonst hätte man nicht alle Schritte besprechen können, wie Sperrung der Karte, Auslandskrankenversicherung, das Ticket anzumelden und so weiter. Er war schon aufgeregter als sonst, aber auch nicht lautsprechend. Warum, wurde in der Dokumentation ja auch besprochen. Habt ihr nochmal mit dem Hotel Koller gesprochen? Was sagen Sie zu der Darstellung des Besitzers auf Google? Mit dem Rezeptionisten wurde zeitnah gesprochen, kurz nachdem Lars verschwunden war. Der Rezeptionist war ein junger Mann, der tagsüber bei der Bank arbeitete und im Nebenjob im Hotel. Er hat die Kreditkarte kopiert und dann Lars wiedergegeben. Im Auftrag der Polizei war später der Kriminalkommissar Klein im Rahmen der TV-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst im Hotel. Vorher wurden die Drehgenehmigungen in Bulgarien eingeholt. Und nun war der Eigentümer vor Ort und schilderte das Einchecken von Lars an dem Abend, weil er nach eigenen Aussagen anwesend war. Und damit sind wir am Ende des mit Abstand aufwendigsten Videos, das ich je produziert habe. Ich hoffe, ich konnte den Ankündigungen und Erwartungen von euch einigermaßen genügen oder vielleicht sogar entsprechen. Wenn ja, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und wenn nicht, dann freue ich mich wie immer über konstruktive Kritik. In den letzten Wochen wird der Fall von Lars immer wieder besprochen und es kommen neue Hinweise bei den Privatermittlern und er findet Lars Mittank-Seite an. Ich hoffe wirklich, dass diese neue Aufmerksamkeit zum Finden von Lars führen wird. Hört auf die abschließenden Worte des Privatdetektivs und haltet eure Augen offen. Macht Fotos, falls ihr etwas seht und meldet euch bei den Seiten der Zuständigen, die auch in der Infobox verlinkt sind. Das Bild, was ihr die ganze Zeit nebenher seht, wurde im privaten Auftrag von Frau Mittank erstellt und zeigt Lars, wie er heute vielleicht aussehen könnte. Vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.